Sie sind hier, 6. Dezember 2018, 23.25 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die European Poker Tour umfasst dieses Jahr 4 Events. Urheberrecht Sport 1 Grafik Getty Images Easter E. Zimmermann nächstes Highlight auf der European Poker Tour. Bis 18. Dezember spielen Pokerse aus der ganzen Welt in Barcelona um 43 Turniersiege und reichlich Preisgeld. Auf der European Poker Tour steht das nächste Highlight an. In Prag steigt vom 7. bis 18. Dezember der 4. und zugleich letzte Stopp der diesjährigen Tour. Insgesamt 43 Events stehen auf dem Turnierplan. Neben dem Main Event stehen auch zahlreiche High-Roller-Turniere an. Dies wird viele der besten Pokerspieler der Welt mit Sicherheit in die spanische Metropole locken. Die European Poker Tour gehört zu den wichtigsten Pokerturnierserien weltweit. Im vergangenen Jahr wurde sie kurzzeitig von der PokerStars Championship ersetzt. Die Highlights des PokerStars Caribbean Adventure exklusiv im TV auf Sport 1 und im Stream. Seit ihrer Einführung im Jahr 2004 erfreut sich die EPT bei den weltbesten Pokerspielern großer Beliebtheit. Das liegt auch daran, dass einige der schönsten Städte Europas für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgen. Nach Sochi, Monte Carlo und Barcelona steht in diesem Jahr noch das Event in Prag an. In der Vergangenheit trugen sich mit Steve Odia, Adrian Mateus oder auch John Huanda einige der bekanntesten Spieler in die Siegerlisten diverser EPT Main Events ein. Und natürlich geben sich an den Tischen der EPT auch die großen Namen der deutschen Pokerszene die Ehre. Auf sport1.de/poker gibt es alle aktuellen News und Hintergründe zur EPT in Barcelona. Die wichtigsten Termine im Überblick: 7. bis 9. Dezember, High Roller, bei in 10.300 Euro, 8. bis 12. Dezember, EPT National, bei in 1.100 Euro, 11. und 12. Dezember, EPT Super High Roller, bei in 50.000 Euro, 12. bis 18. Dezember, Main Event, bei in 5.300 Euro, 13. Dezember, Single Day High Roller, bei in 25.000 Euro, 14. und 15. Dezember, Pot Limit Omaha, bei in 10.300 Euro, 15. Dezember, Single Day High Roller, bei in 25.000 Euro, 16. bis 18. Dezember, High Roller, bei in 10.300 Euro. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr